Hallihallo und guten Tag. Mein Name ist Sonja Schulte, ich bin unabhängige Demonstratorin von Stampin' Up. Das noch sehr frisch, erst seit gut 2,5 Wochen. Das hier ist mein erstes YouTube-Video und ich möchte gerne ein Anfänger-Video machen. Anfänger im Basteln mit Stampin' Up oder Basteleinsteiger grundsätzlich. Mich hat das Bastelfieber in Anführungszeichen erst letzten Sommer erwischt. Bin dann über YouTube sehr schnell auf die Firma Stampin' Up gekommen, habe mir ganz, ganz fürchterlich viele Videos angeschaut, die sehr hilfreich waren, aber mir haben so diese Einsteiger-Tipps gefehlt und deswegen habe ich sehr viele Fehler gemacht, was natürlich sehr ärgerlich war. Um diese Fehler vermeiden zu können, hier also mein Einführungsvideo für Bastelanfänger und Neulinge. Als erstes möchte ich euch vorstellen, was benötigt man dann am Anfang wirklich zwingend, um überhaupt erstmal anfangen zu können. Neben Papier, weil man arbeitet natürlich mit Papier, braucht man ein paar Sachen, die wirklich, wirklich wichtig sind. Angefangen mit einem, ich fange mal irgendwo an, mit einem Falzbein. Wenn ihr euch englischsprachige Videos anschaut, dann wird immer von einem Bone Folder gesprochen. Das ist es. Die haben alle mehr oder minder das gleiche Maß. Es ist egal, das hier ist jetzt ein No-Name, das ist nicht von Stampin' Up. Ich habe sehr viele Produkte, die nicht von Stampin' Up sind oder noch nicht von Stampin' Up sind, weil ich, wie gesagt, am Anfang Stampin' Up zwar sehr früh gesehen habe, aber die Produkte noch gar nicht hatte. Der Bone Folder oder das Falzbein hat überwiegend zwei Funktionen. Einerseits, um Papier glatt zu streichen, wenn man es gefalzt hat. Oder um anfangs auch gleich zu falzen, nämlich hier mit dieser Spitze. Ich fand es von Anfang an nicht so richtig toll, mit der Spitze zu falzen. Ich habe ganz am Anfang etwas anderes benutzt und benutze das auch jetzt noch. Falzgerät. Wie immer man, also da gibt es einen Namen für, bin ich mir ziemlich sicher. Dieses hier ist allerdings völlig zweckentfremdet. Ich habe so etwas gesucht, womit ich falzen kann. Und in einem 1-Euro-Shop, durch einen puren Zufall, habe ich dieses Gerät hier gefunden. Das hat vorne eine kleine, na, die hier ist so relativ groß, eine Metallkugel dran. Eigentlich ist das ein Gerät, was man benutzt für die Nagelmodellage. Und ich habe das jetzt mal zweckentfremdet und damit kann man ganz hervorragend falzen. Das ist in vielen Dingen sehr hilfreich. Man braucht natürlich eine Schere. Wenn man mit Papier arbeitet, braucht man auch eine Schere. Das hier ist eine ganz normale Haushaltsschere. Die erfüllt ihren Zweck, auf jeden Fall. Insbesondere, wenn man lange Schnitte hat. In dem Moment, wo man etwas feiner und filigraner wird, empfehle ich euch wirklich dringend und wärmstens die Schere, die kleine Bastelschere von Stampin' Up. Die hat eine Schutzhülle, macht auch wirklich Sinn, weil diese Schere schneidet, und das ist ganz hervorragend, bis vorne in die Spitze. Mal gucken, ob man das sieht. Das geht wirklich bis vorne in die Spitze rein. Und so kann man natürlich auch ganz feine Dinge schneiden. Schere, Falzen, was ihr natürlich zwingend braucht, ist ein Lineal. Ich habe mir ein Lineal besorgt, ein 30 cm Lineal, was auf der einen Seite die Zentimeter hat, auf der anderen Seite die Inch, also Zollangaben. Das ist dann hilfreich, wenn man sich viele Videos aus den USA anschaut. Da ist das, die haben halt nicht das metrische Maß, so wie wir, sondern die arbeiten mit Inch. Extrem hilfreich. Was braucht man am Anfang noch? Übrigens, ich habe eine Bastelunterlage, die nicht zwingend erforderlich ist, aber auch extrem hilfreich, weil man saugt seinen Tisch nicht ein, wenn man mal daneben klebt oder so. Auch der Papierstaub vom Schneiden fällt ja nicht immer auf den Tisch. Muss nicht sein, ist aber sehr nett und super hilfreich. Was ihr noch braucht, ist Klebematerial. Ich habe hier drei unterschiedliche Sachen. Ich finde, man braucht auch alle drei Sachen. Zum Klebematerial mache ich mein zweites Video. Das stelle ich auch bei YouTube heute noch ein. Da es ein paar Besonderheiten gibt, auf die man achten soll. Und wenn man darauf achtet, dann ja,
verliert man nicht so schnell die Motivation, sage ich mal, weil es gibt da so ein paar Tricks und Kniffe. Da gehe ich aber noch drauf ein. Man sollte normalen Bastelkleber haben. Das hier ist jetzt ein No-Name-Bastelkleber, nichts Besonderes, erfüllt aber seinen Zweck. Ich habe ihn zwar jetzt gerade nicht hier, aber ich kann euch den Bastelkleber von Stampin' Up! Natürlich sehr empfehlen. Der ist sehr gut, der trocknet sehr gut ab, der hält extrem gut. Ja. Das hier ist ein Rollkleber. Im Prinzip so etwas wie ein Korrekturroller, nur eben mit doppelseitigem Klebeband. Das hier ist das Snail von Stampin' Up!. Erkläre ich im zweiten Video einiges zu, weil es da eine Besonderheit zu gibt. Grundsätzlich muss es nicht Stampin' Up! Sein. Jeder andere Klebeabroller tut seinen Zweck auch. Hier gibt es nur eine Besonderheit, aber erzählt. Und unverzichtbar, gerade wenn man Verpackungen bastelt, und das ist so mein Steckenpferd, was ich am liebsten mache, man braucht doppelseitiges Klebeband. Das hier sind zwei unterschiedliche, einmal Sticky Tape, einmal ganz normales. Dazu erzähle ich in meinem zweiten Video auch noch etwas genaueres. Ja, und letzten Endes war es das auch schon. Für den Anfang, neben natürlich Papier, braucht man nicht mehr. So viel ist das nicht. Die meisten Dinge hat man sowieso im Haus. Naja, nicht unbedingt. Aber Lineal und Scheren hat, glaube ich, jeder und irgendwie ein bisschen Klebematerial. Für den Anfang muss es auch nicht zwingend Bastelkleber sein. Meine ersten Kreationen, die ich nachgebastelt habe, waren auch mit einem Prittstift. Also das geht alles. Ich kann euch aber empfehlen, das hier sollte man zum Anfang wirklich haben. Ich lege euch eine kleine Liste auf meine Homepage und ja, mit den Materialien, die ihr zwingend am Anfang haben solltet, um vernünftig basteln zu können, auf meiner Homepage, die unten in dem, wie nennt man das denn, in dem Infokästchen mit eingeblendet ist, findet ihr auch dieses Video nochmal und ein paar interessante Tipps und Links vor allen Dingen zu Stampin' Up. Ihr findet dort auch die Kataloge, die aktuellen Kataloge von Stampin' Up. Das sind nicht nur Kataloge, das sind auch Ideenbücher. Ich kann euch wärmstens empfehlen, in den Hauptkatalog sowie auch in den Saisonkatalog oder auch die Celebration reinzuschauen, weil mal abgesehen davon, ob man nun bei Stampin' Up! Etwas bestellt oder nicht, das als Ideenbuch zu nutzen, ist wirklich ganz fantastisch. So habe ich am Anfang auch angefangen. Ich hatte nicht ein Produkt von Stampin' Up!, habe aber schon ganz viele Sachen nachbasteln können, weil ich eben die Idee dort gesehen habe. Kann ich euch wärmstens empfehlen, geht auf meine Homepage www.die-papiertante-nf.de. Wie gesagt, ist unten auch nochmal eingeblendet. Ich hoffe, das war für den ersten Ansatz ein kleines bisschen hilfreich. Mein zweites Video geht dann rein nur um Klebematerialien und die Besonderheiten. Und mein drittes Video wird sich dann rund ums Falzen drehen, was man falsch und richtig machen kann, beziehungsweise was man falsch machen kann und richtig machen sollte. Okay, ich hoffe, es war hilfreich. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.